Heute, Marc, wird es ordentlich biologisch. Wir haben 3 Organic Whiskys im Tasting Flight. Herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malz. Das ist der neue Name. Tja, aus A Dream of Sea wurde etwas, was dir und der Mitwirkung Rechnung trägt. Vielen Dank, Marc. Ohne dich wird es die Videos gar nicht geben. Und aus A Dream of Sea wurde Malte Talks Malz für den Blog. Und hier natürlich machen wir es immer zusammen. Mhm. Und in Zukunft wird es einfach so weitergehen. Eigentlich hat sich nur der Name groß geändert. Es hat sich nichts verändert, außer dem Namen. Ja, mehr Ahnung haben wir immer noch nicht. Na. Wir trinken einfach Whisky und wollen dabei nicht so alleine sein. Heute machen wir wieder einen Tasting Flight für all die, die uns jetzt vielleicht neu entdecken. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Bleibt uns gewogen, denn wir verkosten spannende Whiskys. Und im Tasting Flight sind es immer 3, die irgendwas miteinander zu tun haben, die ein Motto haben. Wie auch immer. Und dieses Mal ist dieses Motto Organic, wie es, glaube ich, beim Loch Lomond oder beim Ben Rommach am besten zu sehen ist. Das heißt, es geht um Whiskys, die bio sind, also biologisch erzeugt wurden. Wir haben einen Diensten 15 Jahre Organic, wir haben einen Loch Lomond 17 Jahre Organic und wir haben den Ben Rommach Organic. Da ändert sich das je nachdem, was ihr kauft. Unserer ist 2010, 2016, also 6 Jahre, 15, 17, 6, 90 Euro, 70 Euro, 45 Euro, so grob. Und wir trinken für mich von rechts nach links, aber für euch von links nach rechts. Wir fangen mit dem Diensten an, der hat nämlich 46,3% und ist nicht rauchig. Dann haben wir den etwas älteren Loch Lomond in Fassstärke, der kommt dann mit 56 und ein bisschen kräftiger daher. Und Ben Rommach ist immer nicht stark, aber ein bisschen rauchig. Mhm. Dementsprechend ist die Reihenfolge wahrscheinlich die richtige, auch wenn der nur 43% hat. Ja, gut. Schön, schön. Eher unbekannte Brennereien. Hattest du von denen schon was im Glas vorher, bewusst? Die speziell nicht. Die okay. Doch, ich glaube von dem Ben Rommach. Ben Rommach. Ja. Aber von den anderen beiden noch nicht. Also Dienst, also doch, wir haben mal auf einer Whisky-Messe den Diensten Bordeaux-Fass. Ja, genau. War sehr toll. Und du hattest doch auf der Hanse Spirit den Diensten. Gleich der erste. Ja. War auch so ein besonderes Fässchen. Das war auch ein. Nicht rum. Ich weiß es nicht, aber da hattest du auch einen Dienst, ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Loch Lomond, eher so als die nicht so schöne, leicht hässliche, billig Supermarktbrennerei. Aber über den reden wir, wenn wir da sind. Fangen wir an mit Diensten, oder? Ja. Wollen wir nebenbei ein bisschen schnüffeln? Ich habe gar nicht geschaut, in welche Reihenfolge das ist, aber das werde ich gleich riechen. Ich habe es dir richtig hingestellt. Ja. Hallo? Ja, lass mich mal kurz, ich meine doch, Richtung. Doch, der ist so parfümiert. Ja, super parfümiert. Ich dachte gerade, ich habe hier irgendwie noch Spülmittel drin oder dein Handtuch riecht so doll, mit dem ich das noch sauber gemacht habe oder so. Super parfümiert, sehr floral, sehr, ich will ihn sofort trinken. Ja, ich war auf dem Diensten-Tasting vor einer Weile, habe ich auch auf dem Blog besprochen, wenn ihr da reingucken wollt. Und der Organic ist, wenn ich mich nicht irre, Virgin Oak und Bourbon, kein Sherry. Ich glaube, Sherry kommt erst ab dem 18er zum Einsatz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Eine schöne Kombi hier auf jeden Fall. Ne? Mir hat der an dem Abend auch am besten gefallen. Da hatten wir den Virgin Oak, den 12er oder was auch immer der Standard, 10er oder 12er. Den da und den 18er und dann noch den 20er Oloroso, der genial war, aber in einer ganz anderen Preisklasse spielt. Und den fand ich tatsächlich besser als den 18er. Alter, ist das parfümiert. Oh ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das gefällt. Ja, ich finde es also super. Ich finde es einerseits unheimlich toll und das ist was Neues, aber ganz anders, ne? Blumig, fruchtig, floral. So ganz zärtlich dabei irgendwie. Jein. Ich find den schon sehr dominant. Aber die Aromen an sich sind zärtlich. Also der riecht sehr intensiv, aber
Kannst du das benennen, wonach das riecht? Also, eins der stärkeren Aromen würde ich irgendwie der Zitrus. Hm. Aber. Tja. Wollen wir einfach probieren? Mal gucken, wie die Reise hier weitergeht? Ja, gerne. Sehr schön. Slange. Slange. Wir trinken hier zusammen, Marc. Die anderen gucken nur zu. Also. Wie findest du den? Überraschend. Er ist nicht so leicht, wie er riecht. Mhm. Hat schon was. Zuerst hatte ich Erde oder sowas, aber malzig. Malzig, ja. Das kann ich unterschreiben. Mhm. Vanille. Vanille. Dieses ja. Parfümierte ist aber auch noch mit dabei. Dieses fruchtig-florale, eher leichtere. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist kein Sherry drin. Man merkt auch, dass dieses... Das ist der Bourbon, ne? Die Fruchtigkeit ist... Ja, dieses vanillig-fruchtig-bourbon-mäßige. Ich finde ihn richtig lecker. Du bist noch nicht so... Ich bin Zeit, skeptisch. Ne? Ich finde ihn sehr, sehr lecker. Ich nehme einfach noch einen Schluck. Ist mir egal, was du sagst. Süß. Ja. Ein tolles Mundgefühl auch. Dieses cremige. Und hinten raus kommt dann die Eiche. Ja, stimmt. Eiche. Ach, das ist mir noch entfallen. Ja, Eiche hat auch. Ne, hinten raus ein bisschen bitter, aber nicht so schlimm wie unser Glenfarclas-Vertreter, den wir bald besprechen werden. So rum. Hm. Ich wäre nicht gut fürs Fernsehen. Ich würde solche Kontinuitätsfehler ständig machen. Ich finde ihn gut. Es ist schön, um hier reinzukommen. Ich finde die Alkoholstärke auch vernünftig. Der hat Kraft, ohne alkoholisch scharf zu sein. Wir können ihn ja hinstellen. Wir werden am Ende uns ja kurz drüber unterhalten, welchen wir am besten finden. Und dann kannst du ihn ja abstrafen. Ach, Wässerchen, ne? Immer schön trinken beim Trinken. Du bist nicht überzeugt, ne? Kling, kling. So, dann. Loch Lomond. Woran denkst du, wenn du Loch Lomond hörst? Die Hansa Spirit. Weil wir da einen sehr leckeren getrunken haben. Das stimmt. Da hätten wir den auch trinken können, tatsächlich. Ja. Haben wir aber nicht. Ja, da haben wir durch Loch Lomond haben wir uns durchgetrunken. Ne? Ja. Loch Lomond und Inchmurrin, die andere Linie von denen, ja. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist Loch Lomond eigentlich diese blaue oder grüne Dose im Supermarktregal. Ja. So, vielleicht nicht mal auf Augenhöhe, sondern eine Etage tiefer. Aber bei denen geht jetzt richtig was ab. Ne? Neues Flaschendesign, neue Aufmachung. Versuchen den... Das alte Image abzuschütteln. Ja, und noch ist das Gute, also ich finde, man merkt, haben wir auch auf der Hansa Spirit Nachbesprechung drüber gesprochen, man merkt, die Qualität geht schon echt hoch. Die bemühen sich, spannendere, bessere Sachen abzufüllen. Ein bisschen breit vielleicht mittlerweile, die haben ja unzählige Abfüllungen. Aber die Preise bleiben noch. Also die steigen nicht so stark mit, weil man, glaube ich, Angst hat, die neue Kundschaft, die neue Zielgruppe, ja. Denkt vielleicht so wie ich, die alte Zielgruppe will nicht so viel Geld ausgeben, also macht man gerade so einen Mittelweg und dann kriegt man eine 17 Jahre alte Fassstärke, die auch noch Bio ist für entspannte 65, 69 Euro oder so. Mhm. Das kriegst du woanders auf jeden Fall von den reinen Rahmendaten nicht. Jetzt muss er noch schmecken. Ja. Ist auch sehr, sehr floral, blumig. Aber nicht so filigran wie der Diensten. Das ist schon ein bisschen. Ja.
Und kräftiger. Ich finde ihn erstaunlicherweise aber irgendwie, jetzt sagst du gerade kräftiger, ich wollte gerade sagen leichter, im Sinne von, das Aroma ist nicht so dicht, obwohl es eine Fassstärke ist, finde ich, er tut sich gerade schwer, gegen die Nase vom Diensten anzukommen. Mhm. Für mich. Wenn man das irgendwie in so eine Art hoch und tief, ich finde, das ist schwerst so zu beschreiben. Es sind dunklere Aromen. Tiefere Aromen. Kann man sagen, es sind tiefere Aromen. Ja, ich glaube, da wissen viele, was gemeint ist. Ein bisschen erdiger, aber ich habe auch so dieses Floral und Zitrus ist da auch noch mit drin. Getreidiger. Nicht malzig, getreidiger, sondern mehr Cornflakes oder so. Ein bisschen Alkohol kommt dann doch rum. Jetzt habe ich es vorhin so hingemauschelt. Ehrlich gesagt, 54,9, nicht 56. 54,9%. Wollen wir ihn pur probieren? Ja, ja? Ich finde, man sollte ihn immer erst einmal pur probieren. Slange nochmal. Slange. Soll ich dieses Mal anfangen, oder? Ich kämpfe noch gegen den Alkohol. Ich finde, im Antrunk oder halt am Anfang ist er sehr, 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 sehr schön. Und in dem Moment, wo der Abgang losgeht, wo du ihn runterschluckst und so, auch vom Geschmack her, es ist nicht nur der Alkohol, treibt dir Tränen in die Augen. Boah, das Fass schlägt einen da gleich so. Ja, ne? Und auch dieses stumpf Getreidige ist auch noch mit drin. Ja. Du hast so eine Getreidenote, hast eine Holznote und du hast den Alkohol. Der wäre gut auf einer Weinprobe, wo du ihn nicht runterschluckst. Ja, und gleich wieder. Ja, weil der Abgang ist nicht so dolle. Nee. Ah, der Geschmack ist eigentlich ganz gut, finde ich. Oder was sagst du? Nee. Ich mache schon Wasser rein. Ach, der hat sowas von Grapefruit, Pampelmuse, weiß ich nicht, sowas bitterer Zitrus. Ich glaube, das Potenzial ist da. Aber irgendwie war auch erst der erste Schluck und die erste Fassstärke. Ja. Aber wie viel hast du reingemacht? Ich war schon vom Hocker. Ich hatte nicht mehr so viel drin und habe da vier Tropfen reingemacht. Ich habe da jetzt nicht einen ganzen Löffel reingekippt direkt. Okay. Ja, nun wird er bei mir etwas würziger. Echt? Ich habe so ein bisschen Zitrus-Klostein. Oh Mist. Also, dieses ganz künstliche Zitrus. Mhm. Der frische Duft. Nee, habe ich zum Glück nicht. Okay, weiß also nicht. Also würzig habe ich wenig. Dafür habe ich die Würze noch auf der Zunge. Und vielleicht nimmt das auch jetzt so das aus der Nase dann weg. Ja, das ist eine gute Idee. Aber irgendwie, puh. Ich habe den besprochen schon vor einer Weile auf dem Blog. Ja. Und da fand ich den nicht schlecht. Was hast du davor getrunken? Den alten Loch Lomond. Da fand ich den nicht so schlecht. Der ist aber bei vielen anderen, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so besonders gut weggekommen. Na, jetzt habe ich tatsächlich, wo ich einmal durchgespült habe, Leute, immer wieder neutralisieren, Stück Weißbrot essen oder so, das hilft. Habe ich die Würze auch mehr. Mhm. Aber auch den Alkohol. Der hat fast wie Bourbon so eine Klebernote. Stimmt, da mit drin. Ein bisschen. Du stehst nicht so auf Bio, ne? Bio ist für dich Lapsfallen. Ich wollte es nicht bringen. Ich habe gedacht, lassen wir den weg. Lassen wir das Niveau weiter. Aber dafür ist Malte da. Der hat wirklich eine ganz, ganz, wenn du danach suchst,
Ja. Eine ganz, ganz tolle, so, ich bin mir nicht sicher, Grapefruit oder jetzt habe ich mehr Orangennote. Mhm. Die ist da. Sie wird aber von, wenn du eine Orange nimmst sozusagen, so ganz grob schälst und überall noch das Weiße dran hast und da reinbeißt und dieses bitter, richtig fies Bittere, das ist auch da. So, deswegen mag ich die in Schmörren so gerne. Die haben nicht diese orangige Zitrusnote. Da kommt die irgendwie, weiß nicht, was die da genau anders machen. Besser durch. Man kann hier minutenlang zuschauen, wie der Tropfen das Glas herunterrinnt. Das ist wirklich wie so Honig. Du kannst aber auch trinken. Dann kannst du auch trinken. Ich würde dir empfehlen, das zu tun. Er wird nämlich ein bisschen ausbalancierter. Mhm. Das orangig-zitrusmäßige, finde ich, kommt jetzt viel besser durch. Aber runterspucken solltest du nicht. Runterschlucken. Lieber ausspucken. Mein Gott, runterspucken. Was ist das denn gewesen? Weil dann kommt's wieder. Oh ja. Dann kommt's wieder bitter. Ich mag ja die Eichenaromen. Das stimmt, aber mehr als ich, ne? Ah, der ist heftig. Ja. Aber ich finde, mit Wasser wird der Geschmack, ja, ist das echt ein guter Whisky. Mhm. Nur der Abgang ist nicht so. Aber ja, auch der Abgang wird um einiges abgemildert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber doll finde ich es nicht. Ja, und das erste Mundgefühl ist jetzt schon toll. Also mit ein bisschen Wasser, ja, macht das Spaß. Ja. Oh doch, jetzt gefällt er mir. Jetzt gefällt dir auch der Abgang? Ah, siehst du da, ja, du bist immer, halt so, ich bin immer sehr allergisch auf Eiche, gebe ich ja zu. Aber der hat jetzt so richtig Sauna für mich, so richtig holzverkleideter Raum. Ich finde jetzt, ja, jetzt hat er eine richtig tolle Note. Hüpfen wir einen weiter, in Anbetracht, ja, der Videolänge. Weil jetzt kommt Ben Rommach. Organic einfach nur. Wie gesagt, der ist jetzt 2010, 2016, wenn ich mich nicht irre. Ah, das sollte man alles vorher recherchieren, ne? Distilled 2010, bottled in 2016, steht hier unten klein drauf. Das könnt ihr bei eurer Flasche, falls ihr eine beim Händler oder sonst wo seht, natürlich dann auch sehen. Also vielleicht sind da leichte Abweichungen. Ist ja Bio. Obwohl Whisky. Ja. Aber wenn die so über Jahrgänge und so produzieren. Ben Rommach, relativ klein, gehört Gordon und McPhail, einem unabhängigen Abfüller. Ich glaube, es ist Gordon und McPhail. Und machen tollen Whisky, finde ich. Leicht rauchig immer mit dabei, manchmal auch ein bisschen stärker rauchig. Die haben auch ein Triple Distilled, die haben, was weiß ich, was Weinfinishes viel. Und alles relativ bezahlbar. Und der hier, wenn ich es richtig gelesen habe, Virgin Oak. Und zwar steht da nichts anderes. Ja. So. Und ich finde, ich hasse Virgin Oak. Ja, geht mir ist echt nicht mein Ding. Hat mir die Glenallachie Range ja zum Beispiel total versaut. Aber ich finde, bei dem funktioniert es. Ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Mhm. Also, wir müssen erst, ich wollte Strange sagen, wir müssen erst riechen. Auch wieder eine Süße. Ich habe heute so ein süßes Aroma, was ich irgendwie stark wahrnehme. Ist es aber auch. Das ist süß, ja. Malzig, vanillig. Rauch? Mühe vielleicht, ne? Habe ich noch nicht. Aber noch nicht. Also, nach diesem super würzigen Abgang gerade, geht er jetzt auch echt. Aber den finde ich auch sehr, sehr schön. Mild ist jetzt natürlich auch mit 43% wieder deutlich runter. Ja. Liegt auch schön im Glas, finde ich, ist nicht so richtig ölig, aber irgendwie sehr geschmeidig sieht der aus. Also sehr angenehm, tolle Farbe. Mhm. Boah, was habe ich noch? Bisschen Kräuter ist auch noch mit bei. Eine fruchtige Süße jetzt auch noch. Mhm. Ja, jetzt wo du es sagst. Woher? Ist einfach gut, woher es kommt.
Wollen wir ihn probieren? Dann können wir vielleicht ein bisschen besser einsortieren. So, ein letztes Mal heute. Slange. Slange. Slange, Slange. Alle Marken. Prost. Der Rauch braucht lange und ist auch nur so ganz mild mit dabei für mich. Ist jetzt nicht so, dass du ihn in den Mund nimmst und sagst, rauchiger Whisky. Und so ganz gemächlich im Abgang. Zusammen mit der Eiche hinten. Ne? Mhm. Also. Und das ist aber, finde ich, für mich auch wieder eine sehr angenehme Eiche. Nicht dieses Omas Schrankwand, sondern mehr so dieses sandelholzige Duft, Aroma, Kram oder was weiß ich, Sauna, sag ich immer. Ne, dieses leicht warme, so ein warmer. Ich glaube, es ist warm oder weich. Ja. Schönes Mundgefühl. Mhm. Auch. Erstaunlich voll, finde ich, für 43%. Also, er kann mit den anderen beiden ganz gut mithalten, finde ich, was das Mundgefühl angeht. Der Loch Lomond Organic, der hat mir ein bisschen mehr gegeben, wenn man Wasser reinmacht. Also rein vom wie es sich anfühlt. Ja. Zitrone. Ja. Zitrone, ein bisschen. Ich habe aber auch sowas Richtung Heidekraut, Kräutriges, was so in diesem Rauch so leicht. Glühende Äste, Gestrüpp, mehr in die Richtung als richtig Lagerfeuer. Ja. Sowas ist da mit drin. Also er hat dieses würzige Karamell vielleicht. Also ich denke halt auch so an diesen Virgin Oak Ding rum. Ja. Und ich finde, er übertreibt es mit dem Holz und der Eiche nicht. Das ist das, was ich an dem gut finde, weil sonst finde ich, das ist häufig bitter, holzig und so. Und das, obwohl er anscheinend 6 Jahre in Virgin Oak lag, ergibt er sich relativ reif und jetzt nicht Eichen überladen. Ja. Wäre so meine Feststellung. Aber ich finde, er hat auch eine Eichenpower. Ja. Definitiv. Nur ist es anders angeboten. Ja. Jetzt müsste man alle nochmal durchgehen. Ja, dafür fehlt uns aber die Zeit. Oder? Ja. Welchen willst du noch? Alles gut. Ich hatte den jetzt nur, weil der erste in der Reihe war. Jetzt ist dieses extreme, dieses ultraflorale bisschen gar nicht mehr so da. Nee. Der Loch Lomond, der ist wie, ehrlich gesagt, wie gerade eben. Habe ich jetzt auch. Er hat dieses Citrus Grapefruit Orangige, was ich sehr gut finde. Und er ist wirklich bitter und holzig. Das ist einfach, und der kippt für mich so zum. Der ist gut, gut, gut. Geschmack finde ich noch besser und dann stürzt er hinten ein bisschen ab. Mhm. Für mich. Ah, oh Gott. Jetzt, muss ich sagen, gefällt mir der Diensten besser? Besser, mehr. Mehr. Der ist mehr. Ich finde es aber auch schwer, die jetzt direkt miteinander zu vergleichen. Ja? Dann lass uns doch ins Fazit übergehen. Gib mir doch deine, oder gib uns doch deine kleine Zusammenfassung und am Ende musst du sagen, welcher der für dich
Sieger ist. Ich weiß nicht, machen wir das als Wettkampf? Oder welchen du am liebsten magst? Am Wasser verschluckt. Am Wasser verschluckt. Das gibt alles nur Bedenkzeit. Gut gespielt. Wie früher in der Schule. Und wir machen es ja auch von hinten nach vorne. Vom letzten zum ersten. Auf der Schlusslinie hat sich der Diensten noch vor den Ben Romach geschoben. Und deswegen ist der bei mir, ich kann es nicht genau sagen, aber wenn du mich jetzt fragst, in welcher Reihenfolge würde ich den Ben Romach jetzt hinten auf Platz 3. Ich finde ihn nicht schlecht. Die einzelnen Komponenten finde ich so gut miteinander verbunden. So ein bisschen, na gut, deshalb auch die Fassstärke hinter, aber ist okay, nichts auszusetzen. Finde ich nicht besonders schlimm. Also finde ich nicht schlecht. Aber ich finde jetzt auch nicht besonders herausragend. Im Moment. Also vielleicht ist es morgen was anderes, aber ja. Der Organic nach den beiden anderen. Also der von Diensten. Organic sind sie alle drei. Ja, ich sehe nur große. Ja, der Diensten Organic. Vierten Schluck, sage ich mal. Weiß nicht. Vielleicht, weil er noch ein bisschen länger im Glas gestanden hat. Da kam er mir irgendwie ein bisschen vollmundiger. Weiß nicht, irgendwas ein bisschen. Ja. Ja, und Nummer 1. Loch Lomond. Ich finde. Du bist über dich selbst verwundert, oder? Ja, weil der erste Schluck war erschreckend. Gut oder schlecht, muss ich sagen. Ja. Das finde ich schön, das ist so ehrlich. Der erste war echt scheiße, aber dann wurde es besser. Ja, mit ein bisschen Wasser und hat Ecken und Kanten, muss man. Okay, wir sind jetzt gleich. Ja. Ja. Bio-Whiskys allgemein? Großer Unterschied zu normalen Whiskys geschmacklich? Nee, ne? Nee. Könnte man jetzt blind nicht herausschmecken, dass die ja Bio sind. Kannst du bei Biotomaten auch nicht. Ja, wir gehen auf die 30 Minuten zu. Insofern mache ich es kurz. Ich glaube, der Loch Lomond Organic ist für mich das Schlusslicht. Schön. Tatsächlich, weil der kippt mir hinten raus, finde ich den zu krass. Ja. Also ich mag, habe ich jetzt 10-mal gesagt, dieses Citrus-Dings, da ist er sehr eigenständig und das ist ja so eine Brennereinote anscheinend auch. Und das ist sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Aber hinten raus, ey, die tote Oma ist noch in der Schrankwand drin. Ne? Also das finde ich schon ein bisschen heftig. Die anderen, aber ist halt auch für diejenigen, die das mögen. Und ich weiß ja, du trittst dafür auch immer ein für die etwas holzigeren Whiskys so. Und die anderen beiden sind einfach ein bisschen runder. Und da ist es, glaube ich, bei mir Tagesform. Heute fand ich den Ben Romach ein bisschen schwächer und den Diensten ein bisschen besser, gerade jetzt beim zweiten Mal, weil ich finde, der hat so eine ganz spannende, komplexe Note. Mhm. Dieses Parfümierte hat man nicht überall. Ich finde es schön, dass kein Sherry mit drin ist, sofern ich da recht habe, zumindest schmecke ich es nicht. Aber ich weiß, dass der Ben Romach mir an vielen Tagen jetzt schon sehr, sehr gut geschmeckt hat und heute einfach ein bisschen, vielleicht ist es auch mit der Fassstärke vorher ein bisschen unfair ihm gegenüber. Deswegen sehe ich die sehr nah beieinander, den Diensten heute ein ganz bisschen höher. Genau. So. Das war's, oder? Ich glaube schon. Glaubst du schon? Glaube ich auch. Ja. Wir gehen auf 30 Minuten zu. Also, drückt auf Abonnieren, das hilft uns. Schaut die anderen 60 plus Videos an. Und auch wenn wir jetzt Malte und Marc Talk Malls heißen, machen wir denselben Quatsch wie immer, wie ihr heute gesehen habt. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.